Na, letztendlich, hier ist wieder euch da und schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich mal wieder den Great Vault öffnen und ich hoffe, ich kriege vielleicht diesmal einen guten Loot raus aus dem ganzen Teil. Und ja, dafür war ich letzte Woche fleißig, bin ein bisschen ein Plus gelaufen. Wir haben ein paar Keys hochgeballert, beziehungsweise ich habe das hauptsächlich random gemacht. Und ja, denn ich habe sogar den ersten 20er in Time geschafft, was für mich so ein kleines persönliches Highlight ist, weil dementsprechend es da auch eine Heldentat für gibt. Und ja, jetzt bin ich dabei, die anderen auch alle fertig zu machen, auf 20 zu bekommen. Und ja, mal gucken, wie das die nächsten Wochen so nach oben geht. Ich habe letzte Woche, glaube ich, 5 Keys gespielt, weil ich dann den 19 auf 20 gespielt hatte. Und dann dachte ich mir, komm, dann machst du nicht deine 4er-Regel, sondern machst nur einen mehr. Und jetzt müsste ich hier auch einen 20er rausbekommen. Aus dem Mythic Raid dürfte ich nichts kriegen. Wir haben zwar einen Mythic Boss umgehauen, hier diesen Roncalo-Kollegen, aber wir hatten verlängert und dementsprechend sieht es wahrscheinlich schlecht aus. Aber HC war ich tatsächlich noch. Einmal durch, also haben wir im HC dementsprechend auch noch was. Auf Wildheit ist gestellt. Ich hoffe, ich kriege eine Waffe. Bitte eine Waffe. Okay, was haben wir hier drin? Also, ich hätte Schultern drin. Jetzt habe ich aber letztens die 246er Schultern bekommen. Dann haben wir Schuhe drin, die brauche ich nicht. Und wir haben nochmal, die habe ich halt beide, ne? Warte, müssen es beide die gleichen? Nee. Ich habe die einen habe ich schon an und die anderen habe ich durch diesen Sack bekommen. Und dann ist ein Umhang drin mit Versa Tempo. Den werde ich wahrscheinlich nehmen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hier, nicht, dass ich wieder verkacke mit Trinket. Jetzt schauen wir mal ganz schnell auf Bloodmold noch nach. Aber das war, glaube ich, keins von den Trinkets, das gut war. Also relativ sicher. Das letzte Mal habe ich ein Trinket nicht genommen, das wahrscheinlich besser gewesen wäre. Also genau, die beiden sind auf Platz 1. Das habe ich auch. Das ist der Sack. Das hier habe ich nämlich nicht genommen. Und ich habe nämlich das hier an, ne? Also das wäre besser gewesen. Aber das eine, was jetzt da geprockt ist, das ist hier. Ja, das. Also das ist auf 252. Sind wir hier. Ja, dann sind wir aber trotzdem nicht besser, oder? Weil ich habe das hier abgegradet an. Ich weiß, dass das mit dem Gear müsste man es eigentlich simmen, aber jetzt zum schnellen Gucken, nee, das müsste besser sein. Und das hier habe ich ja auch auf so die Stufe müsste 246 und das habe ich auf 239, das müsste auch besser sein, ja. Also das Trinket, das dürfte es nicht bringen, aber der Umhang, der ist sogar gar nicht so schlecht, weil er viel Versa, ein bisschen Tempo hat, ist, ja, doch... Ist jetzt nicht das Riesen-Upgrade. Ne? Lieber hätte ich, ich sag's euch ganz ehrlich, meine Waffe gehabt. Weil ich gurke immer noch mit der Kackwaffe rum. Ne? Und bin jetzt dann bald beim Mythic Endboss und habe immer noch so eine Kack-HC-Waffe. Aber naja. Umhang nehmen wir. Der müsste auf jeden Fall besser sein. Und dann kriegen wir noch einen 20er Key. Ich hoffe, ich krieg einen, den ich gut gebrauchen kann. Was haben wir? Nebel. Ah, okay. Nebel habe ich schon 19er in Time gemacht, ne? Gut, ja gut, das wird dann nicht so ein Riesen-Upgrade, aber Nebel ist wenigstens einfach, ne? Sagen wir es mal so. Okay, dann können wir eigentlich hier den Umhang noch anlegen. Das pusht auf jeden Fall ein bisschen mein Item-Level hoch. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier die Legendary-Geschichten switch, auf was komme ich dann? Ja, auf 46, ne? So langsam wird's. Ich muss mich halt so ein bisschen blöderweise über den Vault gieren, weil wir halt Mythic verlängern, schlichtweg, um halt noch in diese Hall of Fame reinzukommen. Gut, okay, dann sind wir damit durch mit dem kleinen Opening. Diesmal tatsächlich ein Item gekriegt, was ich halbwegs brauchen kann. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Habt ihr ähnlichen Fluch mit Waffen, wie es bei mir aussieht? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.